Die Transall der deutschen Luftwaffe. Die Bundeswehr schätzt ihre Einsatzmöglichkeiten, die Besatzungen mögen ihre Zuverlässigkeit. Das Flugzeug ist weltweit im Einsatz, transportiert Soldaten und Gerät von und nach Deutschland. Die robuste Maschine ist seit 1968 im Einsatz. Sie ist in die Jahre gekommen, doch ohne sie könnte die Bundeswehr ihre Aufgabe nicht erfüllen. Crewbriefing am Luftwaffenstandort bei Penzing in Oberbayern. Kommandant, Co-Pilot und der taktische Systemoffizier bereiten einen Routineflug vor. Sie werden heute Soldaten und Ausrüstung nach Pristina fliegen und wieder zurückkehren. Pristina war während des Kosovo-Krieges heftig umkämpft, doch heute droht kein Feindkontakt mehr. Die Piloten müssen nur die üblichen fliegerischen Eventualitäten berücksichtigen, zum Beispiel einen Go-Around. Das Durchstarten bei der Landung. Wir berechnen immer das Durchstarten. Also dass im ungünstigsten Fall, die Bahn ist blockiert, es tritt ein Defekt auf, dass wir sagen, wir fliegen vorne gehorhaut. Und dann muss der Flieger ja mit einem Triebwerk in der Lage sein, durchzugehen. Und das ist eben der Knackpunkt. Mit zwei Triebwerken ist das immer kein Problem, aber wir sind nach Part 25 zugelassen. Das bedeutet, dass man also grundsätzlich den Ausfall eines Triebwerkes zu berücksichtigen hat. Das Wetterbriefing ist für die Piloten ebenfalls sehr wichtig. Die Transall kann nicht so hoch fliegen wie ein Jet und schlechtes Wetter einfach unter sich lassen. Der Meteorologe warnt die Crew vor Gewittern und Vereisungsbedingungen. Erschwerend kommt auf dem heutigen Flug hinzu, dass die Militärmaschine bestimmte Länder des ehemaligen Jugoslawiens nicht überfliegen darf. Deswegen ist die Route nicht so direkt, wie sie sein könnte. Wir haben also die Flugpläne gemacht. Wir werden ein Routing haben, was hier rausgeht, aus Landsberg Richtung Kempten, über die Berge rüber, über Bozen, Venedig, dann den gesamten Stiefel der italienischen Küste runter, über Brindisi, dann werden wir abbiegen Richtung Albanien, über Tirana und gehen dann, kratzen Mazedonien noch an und gehen dann in den Kosovo rein. Währenddessen checken die Soldaten ein. Auf die meisten wartet im Kosovo ein mehrmonatiger Einsatz, eine lange Zeit, auf die manche mit gemischten Gefühlen vorausschauen. Für persönliche Dinge ist im Einsatz kaum Platz, dementsprechend klein ist das Gepäck. Die Transall steht auf dem Vorfeld bereit. In der Maschine besprechen sich die Piloten und der Ladungsmeister. Das Gepäck der Soldaten wurde auf einer Palette verzurrt. Die wird auf der Laderampe im Flieger platziert. Heute gehört auch eine größere Menge Geld zur Ladung. Die entsprechende Kiste dafür dürfen wir allerdings nicht zeigen. Allen Beteiligten merkt man die Routine an. Die Maschine wird zügig abgefertigt. Bisher ist es eigentlich super. Also unsere Leute, der Luftumschlagzug, arbeiten hier hervorragend. Wir haben jetzt innerhalb von 15 Minuten mit Anlieferung die Palette drin gehabt. Wir haben sie verzurrt gehabt. Wir haben alles kontrolliert. Lief super. Papierarbeit ist soweit auch gemacht. Jetzt muss ich bloß noch meinen Load- und Trimsheet machen, dass der Kommandant weiß, mit welchem Gewicht wir dann abheben. Und dann kann es eigentlich losgehen. Sofern wir dann natürlich die Passagiere drin haben. Die kommen kurze Zeit später. Bis zu 93 Soldaten kann die Transall transportieren. Heute sind es aufgrund von Beladung und Flugstrecke etwas weniger. Der Luftwaffenstandort Penzing befindet sich etwa 50 Kilometer westlich von München und ist einer von mehreren deutschen Transall-Standorten. Auf dem Gelände sind Hubschrauber und Flugzeuge aus der Geschichte der Nachkriegsluftwaffe ausgestellt. Auch ein Exemplar des Transall-Vorgängers hat hier seinen Ehrenplatz gefunden. Die Nora war von 1956 bis 1971 das Transportflugzeug der deutschen Luftwaffe. Mit der Transall besteht im Penzing reger Flugbetrieb. Transportflüge zu und von den Auslandseinsätzen auf den Balkan und anderen Krisengebieten, Überführungsflüge,
und Trainingsflüge für die hier stationierten Piloten und Besatzungsmitglieder. Hier gehen auch Fallschirmjäger und Spezialeinsatzkräfte an Bord, wenn sie für ihre Einsätze im südlich gelegenen Fluggelände bei Altenstadt trainieren. Nach dem Start in Penzing sind es nur wenige Minuten Flugzeit, dann werden die Soldaten aus niedriger Höhe abgesetzt und das möglichst zielgenau, denn die Schirme lassen sich kaum steuern. Viele Truppenteile verlassen sich auf die Fähigkeiten der Transall. Wir haben ja Einsatzgebiete im Norden als auch Einsatzräume im Süden. Und wenn Sie nach Afrika wollen, sind Sie natürlich von Süddeutschland aus schneller in Afrika als von Norddeutschland. Das ist eine Binse. Von der Seite her sind wir hier auch Umschlagplatz für die Versorgung im ehemaligen Jugoslawien. Dort haben wir ja noch Soldaten stationiert. Die werden über uns dann hier über Landsberg dann versorgt. Und wir haben ja derzeit auch in Mali oder für Mali, AFISMA, die Versorgung übernommen als Leitverband, sodass dann jetzt eine Zelle in Dakar aufgemacht wurde. Und das wird auch über Landsberg, hier über Penzing, über diesen Standort dann abgewickelt. Auch die Wartung der Transall-Flotte findet zu einem großen Teil am Luftwaffenstandort Penzing statt. Mehrere hundert Fachleute sind hier damit beschäftigt, die alten Damen in Schuss zu halten. Auch anspruchsvolle Arbeiten wie Triebwerkswechsel führt die Luftwaffe hier selbstständig durch. Hochqualifizierte Jobs, auf die man hier am Standort stolz ist. Man ist sich schon, sag ich mal, der Verantwortung bewusst. Und es ist dann eine abwechslungsreiche Sache, wenn es auch immer dasselbe Muster ist. Aber im Laufe der Zeit kriegt man halt dann die... Ja, man muss ja da konzentriert arbeiten. Stellen mit, wo man hinschaut. Nicht ist so fest oder wird so fest sein, sondern man muss es. Die Mechanik spielt bei der Transall noch die Hauptrolle. Kabel für elektronische Flugsteuerung, das gibt es nicht. Irgendwie wohltuend in der zunehmend computergesteuerten Fliegerwelt. Die Wartungsprogramme sind dementsprechend handfest. Überlegt schon manchmal, ob man das macht. Also, ich bin schon einer, der einen Gedanken mit nach Hause nimmt. Ich sage immer, am Freitag nichts machen, was schiefgehen kann. Rückblick. Es ist das Jahr 2003, ein Jahr nach Beginn des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr. 7 Transall der Luftwaffe wurden nach Termes in Usbekistan verlegt, um von hier aus Soldaten und Material von und nach Kabul zu transportieren. Für Flugzeuge und Besatzungen begann ein Härtetest, doch das Vertrauen in das Fluggerät war von Anfang an groß. Ich fliege die Transall seit 15 Jahren, im 16. Jahr. Das ist meine zweite Liebe, möchte ich sagen. Termes liegt im Süden Usbekistans. Von hier aus sind es keine 500 Kilometer Luftlinie nach Kabul. Solche Kurzstrecken sind für die Transall eigentlich kein Problem. Doch die Mechaniker standen vor großen Herausforderungen. Sie hatten mit Staub und Geröll auf den Pisten zu kämpfen. Um die Flugzeuge einsatzbereit zu halten, mussten sie schnell Erfahrungen sammeln und die Wartung optimieren. Vor allem Triebwerke und Fahrwerk werden durch Schmutzpartikel belastet. Turbinenschaufeln und Propeller werden schneller verschlissen. Dazu kommt die Hitze, im Sommer häufig über 40 Grad Celsius. Also dunkle Flächen an diesem Luftfahrzeug erreichen doch bei dieser Sonneneinstrahlung beträchtliche Temperaturen. Gerade Metallflächen oben auf der Oberseite des Flugzeuges also kann man kaum betreten oder betasten. Und da gibt die beste Elektronik teilweise den Geist auf. Mit dem Staub sammeln wir im Moment noch unsere Erfahrung. Eins kann natürlich sicher sein, die Maschine wird durch den vielen Staub und durch den Sand nicht besser werden. Zurück in Deutschland. Hier am Fliegerhorst Penzing werden die Flugzeuge für ihre Einsätze wiederhergestellt. Wichtige Teile wie Cockpit-Instrumente werden ausgebaut, überholt oder ersetzt. Alle wesentlichen Bauteile werden untersucht. Dazu gehören Flügelklappen und Ruder. Staub und Steine werden entfernt, die
Mechanik im Detail überprüft. Für Einsätze auf schwierigen Pisten wie in Afghanistan erhalten die Fahrwerke eine besondere Ausrüstung, eine der Lehren, die man aus über 10 Jahren Einsatz gezogen hat. Wenn man jetzt eine Piste hat, wo viele Steine liegen, werden die natürlich wie Geschosse beschleunigt und treffen dann auf die hintere Wand der Fahrwerksgondel. Und da wird in Afghanistan noch ein Schutz eingerüstet, dass da hinten eben keine Schäden entstehen. Ein Transall-Triebwerk hat rund 6000 PS. Der Typ wurde seit 1955 rund 1500 Mal gebaut. Bewährte Technik. Die Höhe macht den Triebwerk eigentlich sehr zu schaffen, aber wie gesagt, das ist robuste Technik, also es schlägt sich ganz gut im Einsatz. 40 Meter Spannweite, mehr als bei einem Airbus A320. Es ist ein großes Flugzeug. Wir haben die Möglichkeit, 8 Tonnen, 10 Tonnen, 15 Tonnen, je nachdem, wie weit man fliegen muss, zu transportieren. Und das ist eine Kapazität, die man überall brauchen kann, unabhängig davon, wie modern wir sind. Und dann hat die Transall, dadurch, dass sie sehr robust gebaut wurde, im Moment eigentlich sehr wenig Probleme. Also die Ausfälle sind immer mehr technischer Natur, die können behoben werden. Wir haben keine langen Stehzeiten, keine langen Reparaturzeiten. So gesehen sind wir immer einsetzbar. Wir sind also ein verlässliches und zuverlässiges Transportmittel. Zurück zum Flug nach Pristina. Die Triebwerke werden angelassen. Im Cockpit geht die Besatzung Checklisten und Procedures in einer bemerkenswerten Deutsch-Englisch-Mischung durch. Startmasse und Schwerpunkt. Wir haben 43,3 Tonnen mit 27,9%. Nutzlast 4,6 Tonnen. Zero Fuel 36,5 Tonnen und TUB 43,43. Dankeschön. Um zur Startbahn rollen zu können, benötigen die Piloten die Freigabe der Fluglotsen. A24, der Wind ist 030 degrees, 6 knots, Taxi Holding Point, Delta Runway 07. 43,3 Tonnen setzen sich in Bewegung. Die Transall hätte nun noch Reserven, könnte mehr Ladung mitnehmen oder weiterfliegen. Für die Piloten ist es beruhigend, hier nicht ans Limit gehen zu müssen. Zudem ist das Wetter gut und am Zielort soll es ähnlich sein. Trotz der guten Bedingungen sind alle hochkonzentriert. Die Transall nähert sich dem Bahnanfang. Immer wenn Flugbetrieb herrscht, stehen 3 Feuerwehrfahrzeuge in Bereitschaft. Ein Sicherheitsplus, das die Crews zu schätzen wissen. Heute wird die Maschine Richtung Osten starten. Ohne anhalten zu müssen, rollt die Transall auf die Piste. 183, so the wind is 020 degrees, 6 knots, runway 07. You're cleared for takeoff. Safe airborne, Landsberg Radar Channel 6. Schönen Flug, bis heute Nachmittag. Servus. Die Startfreigabe ist erteilt. Das Flugzeug ist für kurze Startstrecken ausgelegt und beschleunigt schnell. Bereits nach 7 bis 800 Metern wird die Startgeschwindigkeit von rund 170 Kilometern pro Stunde erreicht sein. Problemloser Start und die Transall geht auf Kurs. Die Ankunft in Pristina wird in 3 Stunden 40 Minuten erwartet.